Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution 2. Ich habe mal geschaut wegen unserer Quest, die wir haben. Zeit zum Verkaufen. Ich verkaufe Saurier mit einer Anziehungskraft von 225. Und hier haben wir 59. Wenn wir davon 5 Stück verkaufen, könnte das, ja, glaube ich, sehr gut und sehr schnell funktionieren. Oh, Verletzung klingt nicht gut. Dann, ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die Quest. Weil damit der Bestand gleich bleibt, müssen wir natürlich auch neue... Oh, er ist gestresst, das ist nicht gut. Weil dann können wir nämlich nicht arbeiten. Gut, dann hat sich das erstmal erledigt. Ein paar Sachen wollte ich nämlich heute schaffen. Zum einen dürfen wir hier nicht ver... Oh, hier haben wir auch einen Dino. Dann ist das die Verletzung. Die sind alle hier beschäftigt. Ich wollte nämlich zum einen gucken, dass wir mal einen Ort finden für unser großes Gehege. Zum anderen brauchen wir hier mehr Bestand. Und die Quest will ich abschließen. Also ein paar Punkte, die auf der To-Do-Liste stehen. Denn wenn mich jetzt nicht alles täuscht... Ne, Personalzentrum wollte ich jetzt nicht. Der Expedition, Forschung... Ja, wir müssen auch so viel eigentlich machen, so viel gleichzeitig. Ja, das geht nämlich gerade auch noch nicht. Schwerer Zaun, Sicherheitsgröße 5 hätte ich halt ganz gerne. Ja, müssen wir kurz vertagen. Machen wir ruhig mal die Geschwindigkeit hoch. Ich glaube, wir warten gerade auf die 1 Minute. Auch hier, das kriegen wir nicht hin. Aber anscheinend alles geheilt. Ja, wo würde ich das Gehege ganz gern hinmachen? Also, am liebsten gehen wir, machen wir mal über M, über die Karte. Am liebsten wäre natürlich so mittig drin. Na, einfach ein schönes, großes. Ich würde halt auch wirklich ein paar Fleischfresser drin lassen. Einfach, dass, ja, man so ein bisschen das natürliche Verhalten der Dinos hat. Das ist so mein Ziel. Natürlich die Frage, wie groß brauchen wir es. Ich würde es ganz gerne, glaube ich, hier hin machen. Und ich... Oh, schon noch eine Verletzung. Oh, ist aber wieder eher. Verstauchung. Und ich bin am Überlegen, ob dieser Ankunftsort, ob es nicht Sinn macht, irgendwie das hier, dass wir das mittiger verlegen. Dass wir den Park mehr mittig machen. Wenn die irgendwann bis hier unten in diese Ecke müssen, dann ist der Weg ja ultra lang. Klar, wir haben Seilbahnen noch und, was wir machen könnten. Aber wenn wir zentral starten, ist das, glaube ich, schon deutlich besser. Das heißt, wir machen irgendwie hier gleich so schon mal den Zaun, wenn wir soweit sind. Und gucken mal, wie weit wir kommen. Hier war irgendwo gerade zu wenig Sprit. Auffüllen, auffüllen. Oh, dann machen wir doch da auch mal ganz kurz. Ach, du hast schon 5. War das gerade da? Der hat ihn aufgefüllt. Der fährt da durch, aber der macht den nicht. Ja gut, tut, dass wir noch ein Ranger-Team haben. Ja, auch da, dass wir da nochmal ein Auto hinzufügen wollen, können wir vielleicht auch mal machen. Geht nämlich auch noch nicht. So, machen wir doch hier schon mal Sturmabwehr rein. Gut, dann... Jetzt ist es weg. Kümmert sich... Aber war doch gerade nicht angeordnet eigentlich. Egal. So... Hier ist auch zu wenig Sprit. Dann füllen wir das auch mal direkt auf. Nahrung kann auch aufgefüllt werden. Okay. Dann lassen wir jetzt mal hier frei. Dann haben wir jetzt 3. Das fehlen da Fisch. Gut, da musst du jetzt noch essen. Bestand 5. Achso, Bestand 3. Okay, das ist noch zu niedrig. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch einmal Eier ausbrüten. Wir haben ja hier noch bereit welche. Ich würde aber trotzdem gerne einmal die Quest beziehungsweise den Zaun zuerst machen. Forschung ansehen. Zaun, zack. Wie sieht's aus? Wir brauchen 9. Hier haben wir 8. Dann nehmen wir noch hier mit den hier. Zack, dann sind wir da dran. Dann gucken wir erstmal hier oben. Näherer Brutkasten. Parasaurus.
Eins, zwei, drei. Ach, jetzt habe ich, glaube ich, genau den Gärten gerade genommen für den Zaun. Haben jetzt ein bisschen Zeit. Muss jemand in die Pause in nächster Zeit? Nee. Aber auch nur er könnte was tun. Aber hier können wir ja mal trainieren. Wenn wir das ruhig mal bestätigen. Hast du jetzt 8 Punkte? Achso, vielleicht könnte das ja schon hier helfen. Er auswählen. Er bräuchte 9. Ach, schade. Einer zu wenig. Einer zu niedrig. Ja, Expeditionen, ne? Fehlen uns auch noch. Ja, wo ich die ganze Zeit überlegen bin bei dem Weg. Wir haben eine sehr hohe Wegkapazität. Die verändert sich auch die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung, ja, woran das festgemacht wird. Es hat sich auch verändert, ohne dass ich einen Weg gebaut habe. Deswegen, ja. Überfüllungsanzeige, das sieht jetzt nicht so aus, als ob wir hier irgendwo überfüllt sind. Deswegen, ja. Weiß ich gar nicht, ob wir überhaupt zwei Wege überall brauchen. Also ich hätte jetzt vielleicht hier so, zack, ersetzen an. Vielleicht hiermit jetzt gearbeitet. Für 90 Grad Winkel. Ah, das ist nicht ganz 90 Grad Winkel. Okay. Gut, hier will natürlich noch keiner hin. Zaun. Ist das ein Zaun? Ja, der braucht noch. Aber hier oben sind wir fertig. Wird hier auch erstmal hier in das. So, wie viele Eier haben wir denn? 3. Dann machen wir aber mal kurz nochmal so. Den machen wir, dann können wir 2 in Pause schicken. Dann können wir direkt gleichzeitig ausbrüten und verkaufen. Dann ist der eine Dino nicht so lange alleine, der dann erstmal hier bleibt. So, hier, genau, hier müssen wir jetzt auch nochmal kurz warten. Also wären wir bei 5. Ich hoffe, dass 5 reichen. Wir nochmal die Geschwindigkeit hoch. Ich bin am überlegen, wie weit wir dann nach Süden gehen. Also das hier von der Breite würde ich nutzen. Das ist echt weit. Das sollte man nicht unterschätzen. Wenn wir Gehege haben, wo wir 20, 30 Dinos drin haben, zwei, drei Fleischfresser, vielleicht irgendwie so Raptoren, also ist nicht so ein T-Rex oder so. Das wäre nicht schlecht. Der Zaun ist immer noch nicht fertig. Was haben wir denn hier? Gallimus. Okay, anscheinend müssen wir vielleicht auch gleich da nochmal forschen. So, die sind alle bereit zum Ausbrüten. 1, 2, 3. Achso, ja, ihr seid erstmal gestresst. Dann. Also deswegen habe ich sie auch eigentlich ausgewählt, weil die gestresst sind. Ich würde jetzt, glaube ich, einfach mal alle 6 hier verkaufen. Frag mich gerade, wie ich das mache. Wie verkaufe ich das über Transport? Ich euch erst. Wie steht das hier? Hilfe. Nein, steht hier nicht gerade. Schade. Oh, wir haben jetzt auf jeden Fall eine sehr hohe Parkbewertung bekommen durch die Fische. Wie verkaufe ich euch? Story-Statistik. Vor wollen wir nicht. Schwächen nicht. Anziehungskraft. Vorlieben ausblenden. Ich würde, glaube ich, mal ganz kurz einen. Betäuben. Mal gucken, was passiert. Haben wir denn jetzt hier? Foto? Müssen wir ein Foto schießen? Vollwut. Ach, da muss ich ein Foto schießen, damit wir forschen können. Hätte ich, muss ich mal ganz kurz selber steuern.
Das ist die Quest, das weiß ich jetzt noch vom letzten Mal, wo wir oder wo ich da dran gescheitert bin. Wollen wir denn hier das Tor? Dass wir da Sachen herstellen. Einmal weggucken bitte, danke. Und da stand bei Tollwut ein Foto machen, dass wir das erforschen können. Oh, nicht ins Wasser. Ganymus. Oh, hab ich nur noch einen drauf. Oh komm, das können wir sogar absenden, oder? Forschung verfügbar. Nice. Voll gut. Das machen wir auch direkt. Wir brauchen eins und. Komm, so. Haben wir mehr als genug. So, dann forscht ihr bitte erst einmal. So, du bist betäubt. Okay, dann Transport. F-Säure verkaufen. Okay. Dann gib mir noch mal bitte den Helikopter. Also wir machen hier einmal komplett neu. Einmal den Bestand komplett auffrischen. Das sind auch welche, die würde ich in unser neues Gehege tun, in das große. Ach, 5 Sekunden ist das fertig. Nice. Also wir kommen, glaube ich, heute gut voran. Tollwut ist neu dazugekommen. Das finde ich sehr cool. Dann haben wir die Quest gleich fertig. Jetzt ist Tollwut abgeschlossen. Der Zaun ist fertig. Müssen wir hier natürlich nochmal kurz ausbrüten. 8 und 1. Dann kann man die Fass danach sogar auch in Pause schicken. Das dauert natürlich jetzt 6 Minuten. Hier machen wir gleich über Mehrfachauswahl. Ich weiß nicht, warum hier zwei Ranger-Teams reinfahren. Okay, anscheinend habe ich jetzt zweimal diesen Posten hier. Naja. Lieber so als dann einer zu wenig im Endeffekt. So, da fährt unser Arzt hin. Im Park gibt es keine Tollwutquellen mehr. Nice. Das heißt, Tollwut ist jetzt auch für immer Geschichte. Das, ja. Finde ich gut. Also ich weiß nicht, ob wir da noch eine Impfung gegen machen können. Er kriegt ihn aber gerade nicht getroffen. Dass der andere gleich aufwacht. Ah, jetzt hat er an. Auch ein sehr kleines Gehege, muss man sagen. Nicht ins Wasser. Da ging der Pfeil daneben. Ah, doch nicht. Hat getroffen. Okay. Transport. Mehrfachauswahl 1. Jetzt kann ich nicht verkaufen drücken, oder? Achso, vielleicht kommt das noch. Sechsmal Auswahl festlegen. Saure verkaufen. Sechsmal für 180.000 ungefähr. Pi mal Daumen. Jetzt kommen natürlich ganz viele Helikopter. Oh, da kann man das fotografieren. Das wäre natürlich. Echt nicht verkehrt. Ich hoffe mal, dass ich mir auch ein Thumbnail. Nicht an, nicht ausbringen, nur so also gar nichts. Schade. Aber dann lassen wir die Dinos doch mal eben abholen. Frage ist, können jetzt unsere anderen Wissenschaftler eigentlich auch schon hier ausbrüten? Hier werden ja nicht so hohe Anforderungen haben. Ja, 5. Ach, können wir sogar beide gleichzeitig ja. Das ist doch ganz entspannt. Oh. Oh. Will ich eigentlich gar keinen von nehmen. Kann ich das auch machen? Kann ich das abbrechen? Weil dann haben wir zu wenig. Dann müssen wir minimaler Bestand 4. Ja gut, dann müssen wir halt nur noch einen nehmen. Alle ja, außer dann. Okay. Perfekt, dann machen wir das lieber so.
Ja, dann müssen wir nochmal warten. Das habe ich jetzt nicht gedacht, dass alle Bewegchen haben, sage ich mal. Oh, es gehen auch nur 5 Transporthelikopter, sehe ich gerade. Ein Dino liegt nämlich hier noch. Verkaufe Dinosaurier mit einer Anziehungskraft von insgesamt 225. Das machen wir jetzt, dadurch, dass wir 6 Dinos verkaufen, beziehungsweise 5 hätten auch gereicht. Aber verkaufe Saurier mit einer Anziehungskraft von, oder verkaufe einen Saurier mit einer Anziehungskraft von 225. Das wäre auf jeden Fall eine harte Challenge. Das wäre nicht mal so eben gemacht. Ja, und jetzt sehen wir natürlich gleich unten, ne, 59, 118. Das wird jetzt alles so peu à peu hochgehen. Glaube nicht, dass ich deine Leistungen nicht verfolge, nur weil ich nicht jede deiner Handlungen kommentiere. So, wir haben den Zaun. Da wollte ich noch dran gehen. Wenn deine Ansprüchen nicht gerecht werden, würdest du es wissen. Dafür würde ich sorgen. Was haben wir denn hier für Zäune? Ach, das ist das Tor. Ihrer Zaun. Okay, das sieht aber auch ganz interessant aus. Ich bin hier unten für, gegen die kleinen Dinos. Wen wollen wir denn hier mit? Da kann ja niemand reinschauen. Das machen wir nicht. So, Produkt. Irgendwas mit Produkt hat sie gerade gesagt. Habe ich leider nicht ganz gehört. So, wir nehmen den Zaun. Kann man den irgendwie hier schön in die Ecke machen? Und das muss doch mal. Mehr, weniger parallel geht doch, glaube ich, gar nicht. Das ist ein zu kleiner Schritt für das Spiel. So sind wir jetzt ganz dran am Weg. Das sieht eigentlich auch richtig cool aus. Achso, wie weit wollten wir jetzt gehen? Ja, wir wollten noch weiter, okay. Ja, wir können jetzt so gerade nicht die Beobachtungsstation machen. Aber dadurch, dass du nur am Weg entlang läufst und die Dinos dadurch beobachten kannst. Ich glaube, da gibt es deutlich Schlimmeres. Ja, jetzt ist halt die Frage, wir sind jetzt hier vorne. Wie groß wollen wir halt wirklich werden? Das ist halt so die Frage, die wir uns stellen müssen. Ne? Wir können, wenn wir diese Beobachtungsstation machen, würde ich da eine kleine Auspunktung machen und dass das dann passt. Aber wie weit wollen wir am Ende des Tages das Gehege haben? Sieht zwar jetzt ziemlich groß aus, aber wenn wir überlegen, wir wollen Pflanzenfresser, wir wollen Fleischfresser, wir wollen. Nee, wir wollen nicht. Wir brauchen mehrere Wasserquellen. 1, 2, 3. Wenn wir jetzt hier uns nochmal einen Weg vorstellen, hier unten, und dann nochmal ein weiteres Gehege, vielleicht hier im Süden, was auch noch eine große, eine vernünftige Größe hat. Also ich weiß nicht, wie lange wir jetzt brauchen, bis das dann alles hier fertig ist, das Gehege. Wir brauchen die passenden Dinos dafür. Den Parasauren, ja, die könnte ich mir da echt gut drin vorstellen. Dürfen wir machen, können jetzt das Gehege fertig machen. Plus drumherum den Weg. Ja, irgendwo ist bestimmt um alle, weil wir jetzt hier richtig viel Strom brauchen. Ja, hier, achso, hier wird einfach Treibstoff alle sein. Dann hält der 40 Minuten, okay. Okay, also es ist schon groß. Okay, brauchen mehr Möglichkeiten zum Einkauf, verstehe ich, weil wir jetzt deutlich attraktiver geworden sind durch die Dinos. So, hier gucke ich jetzt einmal Eier auswählen. Auch alle wieder schlecht. Bestand 0. Also da will ich halt eher dran als an die anderen Dinos. Hier haben wir 8. Da müssen wir gucken. Das machen wir so. Also mal dann ausruhen. Achso, einfach nur freilassen. So, jetzt haben wir 5. Bin mal echt gespannt, gleich wie es aussieht. Oh, der hat eine interessante Färbung. Einsam. Immer noch einsam. Immer noch zu wenig Bestand. Ich hätte gedacht,
Wir brauchen 5. Falsch gedacht. Aber sehen wir hier auch nicht, oder? Vorhin wurde uns das angezeigt, was für einen Bestand wir brauchen. Gut, wir haben 80%, aber auch leider erst. Und jetzt können wir es nicht machen, weil... So, wir brauchen das in der Mitte. Ah, okay. Dann... Ja, müssen wir leider noch warten. Lesen Sie gern? Bereit für etwas Neues? Dann ist dieses Ziel wie... Marktbewertung erhöhen. Könnten wir machen. Innerhalb von 10 Minuten, weil wir... Die Marktbewertung könnte höher sein und ich will nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass Sie faul waren. Weil wir jetzt hier nämlich neue Dinos haben. Könnte sich die Parkbewertung erhöhen. Wir haben mindestens 4 Dinos. Also hier steht es mit minimaler Bestand bereit zum Ausbrüten. Ah gut, kommen wir genau auf 4. So, jetzt dauert das noch 2,5 Minuten. Das machen wir noch. Dann kommen die alle hier rein. Warten wir noch auf den Wissenschaftler, der sich im Ausruhen ist. Oder können wir das sogar jetzt... Oh, okay, oh, jetzt schon. Nice. Zwei Minuten ist auch noch okay. Das dauert dann gleich noch 6 Minuten zum Ausbrüten. Das werden wir, glaube ich, dann nicht mehr schaffen. Ich habe jetzt allerdings eh vor, diesen Weg hier fertig zu bauen, der einmal drumherum führt. Und hier könnte es schon ein bisschen eng werden. Also hier müsste man, glaube ich, schon echt gucken, was wir da hin machen. Das sieht gar nicht... Ich dachte, das sieht breiter aus, als es... Oder da ist mehr Platz, als es ist. Bin ich gerade schon ziemlich schmal. Wenn wir jetzt hier noch ein Gehege hinmachen, das ist echt ziemlich mal... Also klar, wir könnten das hier dann nochmal bestimmt erweitern. Ja, hier vielleicht nochmal so ein bisschen was, ne? Ranger-mäßiges. Ja, nochmal ein paar Sachen zum Einkaufen. Vielleicht ein Hotel. Aber ich würde auch gerne, bevor wir das hier alles besiedeln und, würde ich halt auch gerne mal gucken, wie das dann so ist mit der Parktour, die da so durchführt. Also, dass wir da schon mal einen Weg machen. Und wie lange jetzt das auch einfach dauert, bis der Zaun gebaut ist. Aber ist schon riesig. Aber ich sehe, wir können, glaube ich, noch ein bisschen weiter in den Süden, dass wir hier unten uns wirklich den Platz auch wegnehmen. Weil für ein Gehege lohnt es halt nicht mehr. So, aber hier könnten wir eigentlich schon mal anfangen, die ersten freizulassen. Ja, schon mal 3 Stück jetzt. Vielleicht ist dann auch die Quest schon mal erfüllt. Groß ist es auf jeden Fall. Wir kriegen es nicht mehr in die Kamera, wenn ich ganz rauszoome. Also seitlich schon. Im Norden und Süden nicht. Wird aber noch einmal in der Forschung. Haben wir das freigeschaltet? Aktionen? Beobachtungsturm haben wir. Seilbahn haben wir noch nicht. Das wäre natürlich auch geil, wenn wir eine Seilbahn langführen würden. Das ist die Führung. Da haben wir mehrere von. Ja, das müssen wir uns einfach mal in Ruhe angucken. Bürostation. Ja, das müssen wir uns nochmal in Ruhe angucken. Der Seilbahn wäre natürlich echt noch nicht schlecht. Gucken wir mal, ob wir das zumindest heute noch starten können. Freilassung im Gange. Oh. Das habe ich nur so freilassen gemacht, das war nicht gut. Aber jetzt muss ich den nochmal extra betäuben. Shit. Dann war das zu früh, weil Freilassen per Airlift noch nicht ging. Ja, dann betäubt den mal bitte und dann machen wir danach den Transport. So, hier sind wir noch dran. Bereit zum Ausbrüten. Da machen wir jetzt 2 Stück. Muss sich auch lohnen. Und zwar verkaufen wir einen. Dann haben wir das auch. Jetzt noch die Seilbahn starten und dann bin ich eigentlich sehr happy, was wir heute geschafft haben. Also dann haben wir jetzt echt guten Fortschritt gemacht. Forschung ansehen, das wird ja unter Attraktion sein. Ach, guck mal, kann sogar einer machen. So finde ich das noch besser. Haben wir ja echt noch viele, die frei sind. Können wir noch irgendwie... Ja, da geht nichts.
Wir können auch noch irgendwas machen. Futterstation für Fleischfresser. Brauchen wir doch einfach nochmal so viel wie geht. Geld ist sehr gut bei uns. Ach, du bist schon betäubt? Ging das aber schnell. So, ab hier rein. Einsam, ja, euch fehlt noch einer. Oder ein, nee, ein Tier. Hier müssen wir halt mega drauf aufpassen. Also ich würde halt, ich mag die Parasauren. Ich finde die aus Ark halt auch geil, wenn die so rumlaufen. Richtig schön zum Zähmen immer gewesen. Da müssen wir natürlich gucken, wen wir damit reinnehmen. Da kommt er. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Wir haben so viel geschafft, dann jetzt in 4 Minuten noch irgendwas Großes starten, macht, glaube ich, keinen Sinn. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch ein schönes Wochenende, würde mich über eine Bewertung freuen und ja, am Dienstag geht es dann weiter und ich denke, wir werden einfach mal gucken, was wir mit diesem Gehege anfangen können. Vielleicht bauen wir es noch ein bisschen aus, ja, oder gucken mal, was wir hier unten platztechnisch hinkriegen. Aber all das, würde ich sagen, gucken wir uns ganz entspannt in der kommenden Woche an. Ich sag bis Dienstag. Ciao.